Hier ist Christine, willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin gerade ungeschminkt, weil ich gerade erst aufgewacht bin. Ich muss nämlich gleich zur Schule. Wir haben gerade 7.05 Uhr und Max ist gleich da. Und ich dachte mir, dass ich ihn mal wieder pranken werde. Ich habe einfach ein Airhorn geholt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind einfach so eine Flaschen und da gibt es oben so einen Aufsatz. Wenn man drauf drückt, dann ist es richtig laut. Also kommt dann so richtig lautes Tröten raus. Und damit werde ich ihn halt ein paar Mal erschrecken und ich hoffe, seine Reaktionen werden mega lustig sein. Und er ist halt gleich da und er weiß halt von seinem Glück noch nichts. Deswegen werde ich jetzt mal meine Kamera hinstellen und wenn er dann kommt, werden wir seine erste Reaktion filmen. Bist du wach? Ich bin wach. Ich nicht. Werde ich jetzt den Tag damit lang nerven. Geil. Aber du hast dich leicht erschrocken. Ich aber auch. Aber nicht so doll wie ich. Ich weiß ja gleich selbst mit. Jetzt bist du doch wach, oder nicht? Nein. Oh oh. Nein, mach weg. Nein? Darf ich mal an? Licht. Ich hab, weißt du, was ich vorhin gesehen habe? Dass du hier. Noch so ein Teil Ersatz hast. Ja. Was soll das? Hast du so ein Ding? Vielleicht kommt noch ein Prank irgendwann. Erschrocken? Überhaupt nicht. Nein. Nein. Oh Gott, ich bin nah. Sag mal. Tut mir doch. Nein. Übrigens sind wir gerade dabei, alles hier zu renovieren. Beziehungsweise das heißt alles so ein bisschen das Wohnzimmer auf jeden Fall komplett, dann den Flur, das Zimmer von meiner Mutter haben wir auch schon fertig, das Zimmer von meiner Schwester auch. Und wenn ihr dann mal eine Roomtour bzw. Wohnungstour sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare und vielleicht drehe ich euch dann mal eine ganze Wohnungstour, wie wir leben. Marie, mach Augen zu. Mach Augen zu. Ich traue irgendwie nicht. Mach Augen zu. Ich traue dir nicht. Warum muss man nicht Augen zu machen? Warum muss ich sie... Aber hey, wenigstens hast du uns nicht geweckt. Das habe ich vergessen, ich wollte euch so ja wecken, so. Wir haben Nachbarn. Ich mag das irgendwann wirklich. Ich stehe morgen früh auf. Sogar schon morgen um 4. Übrigens, Leute, habe ich meinen Schminktisch aufgeräumt und auch neue Kästen und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich finde das jetzt viel schöner und übersichtlicher. Von meiner Kamera. Wir machen Waffeln. Nicht für dich. Da Chrissy mich jetzt mal ein bisschen geweckt hat, wir eigentlich zur Schule müssen. Sie ist irgendwo da hinten, ich weiß nicht, auf Klo vielleicht. Da schnappe ich mir das. Wie geht das überhaupt? Also ich glaube, man muss einfach raufdrücken, oder? Das Ding ist geil.
Oh je. Jetzt weiß ich, wie ihr euch immer fühlt. Ich habe mich gerade beim Drücken selbst mit erschreckt, glaube ich. Das hört sich an wie... Irgendwas, weiß ich nicht was. Der Prank ist bald vorbei, Mama. Bald hast du es geschafft. Ich habe noch eine Ersatzflasche. Wenn ich überlebe, dann habe ich das geschafft. Ich habe noch eine Ersatzflasche. Ja, ich muss mal die Nachbarn pranken. Ja, sieh mal. Gemacht. Oh Mann, oh. Es geht auch nicht mehr heil. Und ich habe noch diese Flasche und noch eine. Das ist durch das Rohr hier so laut geworden übrigens. Also bringt das nichts. Ja genau, lass die Luft raus. Okay, nee, es geht nicht. Schade, ich brauche ein neues Airhorn. Nein, ich brauche sie nicht. Leute, das Airhorn ist jetzt kaputt. Ich glaube, das ist ein klares Zeichen dafür, dass es jetzt aufhören sollte. Leute, aber wofür braucht man ein Airhorn, wenn man seine Stimme hat? Nein. Okay, ich glaube, das reicht. Okay, ich glaube, das reicht jetzt auch langsam mal. Mein Airhorn ist kaputt. Wenn es kaputt ist, ist es kaputt. Neues Airhorn. Dein Airhorn. So Leute, nochmal ein paar Infos nebenbei und leider kann ich euch dabei nicht mein Gesicht zeigen, da ich jetzt keine Zahnspange mehr habe und ich das Ergebnis erst im nächsten Video zeigen werde, das am Freitag kommt. Dort werde ich euch nämlich zeigen, wie ich vorher und nachher, also mit und ohne Zahnspange aussah. Also seid auf jeden Fall gespannt und merkt euch dann Freitag. Und ich bin so gespannt, was ihr dazu sagt, wie ich ohne Zahnspange aussehe. Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Leute, das sieht so komisch aus, wenn ich so in die Kamera gucke. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt. Waschmaschine ist fertig. Aber ich wollte euch noch sagen, ich wollte euch gleich nochmal auf jeden Fall ein kurzes Welpen-Update hier noch in diesem Video geben und nochmal kurz auf die Roomtour zurückgreifen, beziehungsweise auf die Wohnungstour. Zeige ich euch jetzt nochmal kurz den Flur und das Wohnzimmer. Das sieht nämlich gerade momentan so aus. Und hier müssen wir halt noch so ein bisschen renovieren. Da steht auch noch ein Farbtopf. Und so sieht das Wohnzimmer noch aus. Also hier wird wirklich alles komplett neu sein, außer die Gardinen. Und hier steht auch schon etwas Neues. Ich habe euch das gerade nämlich gezeigt, weil ich jetzt zum Beispiel kein Vorherbild von der Küche habe und die schon fertig ist. Und ihr dann später nur noch nachher sehen werdet. Deswegen zeige ich euch das jetzt auf jeden Fall nochmal schnell. Und ich zeige euch jetzt meine Schwester, damit das nicht ganz so langweilig ist und ich euch nicht die ganze Zeit meinen Körper zeigen muss. Wie geht's den Welpen? Gut. Wie gut? Sehr gut. Ja, also den Welpen geht es wirklich sehr gut. Ich zeige euch jetzt nochmal zwei Bilder. Ich zeige euch jetzt nicht von allen Welpen ein Bild, weil das halt nur so ein kurzes, schnelles Welpen-Update werden soll. Hier ist einmal der kleine Leo. Er hat hier einen mega süßen Adidas-Pullover an. Und auf jeden Fall geht es ihm sehr gut. Wir bekommen regelmäßig Bilder und Videos und es ist so toll zu sehen, wie es den Kleinen süß geht. Wie es den Kleinen gut geht. Und hier ist der kleine Peanut, er sitzt auf einer Waage und die wiegen jetzt mittlerweile schon 1,5 Kilos, also ein bisschen mehr sogar. Und ich finde das Bild einfach nur so süß. Also es geht den Welpen super. Ja. Und dem kleinen Bällchen, beziehungsweise der kleinen Bällchen geht es auch super, ne Bällchen? Ne? Oh ja, oh ja. Mhm.
Und dann würde ich auch sagen, was ist mit diesem Prank? Es tut mir leid, dass in den letzten Tagen nichts gekommen ist, aber ich hatte einfach so viel zu tun wegen Schule und allem und weil jetzt langsam wieder alle Klausuren anfangen. Aber jetzt werden wieder regelmäßig welche kommen. Und hinterlasst dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und wenn ich mir mal ein neues Eierhorn holen soll. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!